Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog aus meinem Bett zu Hause. Ich bin jetzt wach. Oh, und ich bin immer noch richtig fertig. Hallo, Ilzi. Hallo. Aber ich muss jetzt mal aufstehen, einige Dinge heute erledigen und machen und arbeiten und tun. Ja. Styles, komm! Hallo, Bibi! Laura hat übrigens auf die Katzen aufgepasst. Danke nochmal an der Stelle, Laura. Hallo, Stinky! Hallo! Jo. Das tut etwas weh, Styles. Kleiner Mann, hast du mich vermisst? Die Glaube auf jeden Fall richtig cool. Ja, irgendwie habe ich da verhältnismäßig zu den anderen Vlogs, zu den anderen Glows, voll wenig gefilmt. Aber weiß nicht, irgendwie habe ich da einfach so die Zeit genossen und wenn ich Leute und Zuschauer und so getroffen habe, soll ich aufhören zu reden oder was ist deine Mission so? War auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich bin gespannt. Ciao. Wann und wo die nächste Glow ist und guckt meine Wimpern dann so weg einfach. Also hier, mehr als hier. Aber naja. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich fände das cool, wenn die auch bald irgendwie mal in Österreich oder Schweiz wäre oder so. Naja, jetzt bin ich wieder zu Hause und werde jetzt erstmal anfangen, meine ganze Arbeit zu machen. Denn bis heute Abend muss ich definitiv fertig sein, weil Stella hat heute Geburtstag. Und ich bin dann später bei Stella eingeladen. Und jetzt fange ich mal an mit Ekelzeug, wo kein Mensch drauf Lust hat. Okay, Vlog schneiden ist okay, aber der Rest. Leute, wisst ihr was? Ich habe gerade die Sachen nochmal durchgeguckt von der Glow und von was ich vorher alles schon mal gesammelt habe. Das ist diese ganze Tüte und da, wenn ihr den Vlog guckt, Nikolaus ist, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal in dem Vlog eine Verlosung. Und zwar verlose ich das alles, also das ist random. Das ist ein Spiegel mit Bürste drin, ein Labello, ein Eyeliner, eine, wie nennt man sowas? Dusche, Cremedusche. Dann dieses mega schöne Armband, ein Volumenpuder. Ein Parfümpröbchen und so ein Cream Gel Styling Ding. Ein Nagellack von Annie und ich glaube, da ist auch noch Entferner und sowas dabei. Und das ist jetzt eine Nikolaus Verlosung ohne diese Katze. Und ich werde dazu jetzt einen Beitrag auf meiner App posten. Das heißt, wenn ihr das gewinnen wollt, geht einfach in meine App und hinterlasst mir einen Kommentar. Und dann werden in nächster Zeit natürlich noch weitere Verlosungen folgen. Ich hoffe, euch freut das. Und dass ich euch damit eine Freude machen kann. Was ist denn eigentlich mit euch? Geht mal hier weg. Vielleicht habt ihr auch ein paar Haare von denen dabei, wo ihr euch drüber freuen könnt. Okay, also, das Nikolaus-Verlosung, wenn ihr Bock darauf habt. Ja, ja, ja. Guckt mal übrigens, wie obersüß Laura ist. Ist sie nicht süß, das lag hier, als ich gestern nach Hause gekommen bin. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal in die Adventskalender. Ich darf ja voll viel aufmachen, weil ich erst das erste geöffnet habe. Also, zwei, aber ich werde die jetzt nicht essen, diese Pralinen. Because I'm not hungry. Das sieht auch aus wie weiße Schoki. Drei. Nochmal, die sehen irgendwie alle gleich aus. Vier. Hä?
Hä, random? Sind die alle gleich? Und 5. Ist ja komisch. Die werde ich auf jeden Fall probieren, wenn ich Bock auf Low Carb Schokolade habe. Heute muss ich eh noch mal cheaten. Because auf Geburtstag. Aber danach, morgen ist wieder Low Carb. So, jetzt haben wir hier den noch von Essens. Also hier ist schon mal 3 und 4. Das kann ich ja schon mal öffnen. Oh Gott, das ist gar nicht so leicht. Oh. Alter Lachs, geh mal auf. Oh, das ist ein großes Türchen. Matt Me Pretty. Das ist das Essens All About Matt Fixing Compact Powder. Und das finde ich voll gut, das hatte ich auch schon voll oft. Aber wie gesagt, die meisten Sachen davon werde ich, glaube ich, verlosen. Deswegen schauen wir mal. Oh, ein Nagellack. Oh, voll der schöne Nagellack. Dear Santa, all I want for Christmas is you. No, I'm kidding. Bring me nail polish. Geil. Oh, ist auch voll die schöne Farbe. Farbe. 14. Do you speak love? Oh, süß. Okay. 5. Das sieht aus, als wäre das wieder sowas Längliches. Close your eyes and make a wish. Sieht aus wie ein weißer Kajal. Ja. Korrekt. Und dann haben wir noch, warte mal, 3. 2, ne? Fehlt noch, oder? 1, 2, 3, 4. Wo ist denn die 2? Wo kann man denn hier überhaupt noch was aufmachen? Hier. Sie's ist die 2. Oh. Be the reason someone smiles today. Essence Balmy Kiss Moisturizing Lip Care with Almond Oil. Ich riech mal da dran. So sieht aus. Mmh, riecht sehr gut. Boah, riecht mega lecker. Okay, das war in meinem Essence Adventskalender und das wird alles irgendwann verlost. Hast du Hunger? Ja? Gleich. Eine Sekunde, erst Adventskalender öffnen. Okay, also die 1 hatten wir schon. Die ist ja hier. Dann, wo ist denn die 2? Katzen, helft mir doch mal. Ja, sagt mir, wo die 2 ist. Entschuldigung, nicht streiten. Toll, hat sie dein Fell rausgerissen? Ich finde die scheiß 2 nicht. Ah, hier. Ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit die Kamera drauf halte. So, was haben wir da denn drin? Ein Zettelchen. Beauty Sweeties. Hä, war hier oben auch ein Zettel drin? Den habe ich nicht. Nö. Okay. Ah, die hatte ich schon mal in der Box. Die sind mega lecker. Mit Granatapfel und Himbeere. So, Weingummis. Richtig cool hier, wenn ihr das durchlesen wollt. 1,99 € kosten die. Mit Styles. So, dann die 3. Ah, da, gefunden. Aua. Yeah. Oh, 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 oh. Warum sind nur manchmal da so Zettel dabei? Seeberger, gebrannte Kürbiskerne. Hm. Das klingt auch ganz gut. 3, geh mal bitte aus dem Weg, Styles. 4. Oh. Okay. Da ist ein Zettelchen dabei. Was haben wir denn hier? Ah, hier ist sogar ein Rezept dabei. Blanchet Rouge de France. 1,29 € ohne Alkohol. Ne, mit Alkohol. Ich bin auch dumm. Ohne Alkohol. Ja gut, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber das kann man verschenken. So, und jetzt haben wir noch die 5. Ja. Hier. Ah. Oh Gott, wie soll ich das denn da rausbekommen? Das geht da gar nicht raus. Wie geht das da rein? Hä, guck mal, das ist viel zu groß. So, ich hab's hingekriegt.
Das war da drin. Was ist denn das hier vorne? Rezept. Diamant-Grümmel-Candies. 1,49 Euro. Cool. Candies-Zucker. Oh, auch ein Rezept. Okay, ich bin so müde. So, meine Ausbeute. Ich schneide gerade den Vlog von gestern und da habe ich doch von dem Doppelkinn-Bild erzählt, was ich euch zeigen wollte. Es ist so geil! Ich wollte euch das mal kurz zeigen, weil ich sammle ja immer so ein paar Andenken. Mittlerweile sammle ich eigentlich nur noch diese. Aber das zeige ich euch mal kurz. Also ich habe hier einmal einen Eiffelturm. Aus Paris logischerweise, da der ist schon 100-mal abgebrochen. Dann habe ich hier Geld aus Bali. Dann so ein, wie heißt denn das nochmal? Bin ich dumm? So ein Ding auf jeden Fall auch aus Paris. Die Kette ist auch aus Bali. Das ist mal was, habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, als ich 16 wurde oder so. Dann habe ich hier so Schoko-Dinger random. Dann hier das aus Hollywood. Den Big Ben, der ist auch schon abgebrochen. Das ist dank diesen netten Katzen. Dann habe ich hier so ein Glas-Ding, wo mein Katze Sternzeichen drin ist. Das habe ich mal von meinem Papa bekommen. Dann habe ich hier das Kolosseum aus Rom und hier die Freiheitsstatue, die Katzen ja auch schon voll abgefressen haben, den Arm und diese Fackel. Und dann ist hier noch ein bisschen Geld aus England. Und dann kommen wir, ach so, hier ist auch noch, das ist auch aus Frankreich, aus irgendwas, ich glaube aus Marseille oder so. Das, ich weiß nicht, keine Ahnung, das war irgendwas meiner Schweiz, irgendwas völlig randommäßiges. Und hier ist SpongeBob, keine Ahnung woher, das ist aus dem Moviepark wahrscheinlich. So, und dann wundert euch nicht, hier sind immer so ein paar Katzenhaare drin, das ist ein bisschen doof, aber... Naja, dann, was haben wir hier? Ich sehe das durch die Kamera nicht so gut. Das ist aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen, aus dem Zoo. Das gehört eigentlich so rum. Ist von der Insel Mainau, als ich in Konstanz gewohnt habe. Das ist die Statue of Liberty, New York. Heidelberg, Schloss Heidelberg. Dann, das war aus St. Peter-Ording, aus dem Park. Dann hier nochmal M&M's, irgendwas aus New York. Dann Universal Studios, L.A. Nochmal Zoom-Erlebniswelt. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Der Ameisenbär. Dortmunder Zoo wahrscheinlich. Dann haben wir hier noch die Imperia, diese Statue aus Konstanz. Und Movie Park. Und schaut mal, wie er glänzt im Vergleich zu denen. Das kommt jetzt noch dazu, das ist aus Berlin. Und voll blöd, als ich das letzte Mal in Paris war, vor ein paar Wochen, da gab es nicht einen so einen Stand, wo man diese Münzen pressen kann. Ich dachte, ich kotze, weil ich sammle die ja. Und habe halt noch nicht aus so vielen Ländern welche, viele halt aus Deutschland. Und das nervt mich voll. Naja, jetzt kommt der glänzende hier dazu. Und das ist mein Andenken-Dings. Und ich muss alles ankleben wegen den Katzen. Ja, seht ihr? Deswegen, geh da mal runter. Runter. Ha, gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass ich euch doch mitnehmen kann. Ich bin gerade dabei, mich zu schminken und wollte jetzt was Neues ausprobieren. Ihr seht das noch, heute ist Montag, ihr seht es Mittwoch in meinem Haul. Ich habe mir von NYX das Tame & Frame Augenbrauenpomade gekauft. So sieht die aus. Ich habe die Farbe 02 Chocolate, aber wie gesagt, das werdet ihr alles sehen. Und die wollte ich jetzt mal ausprobieren und ich dachte, vielleicht interessiert euch das, weil ich bin momentan total unzufrieden damit, wie ich meine Augenbrauen mache und wollte da jetzt mal ein bisschen rumprobieren. Ich habe mir auch den Augenbrauenstift von NYX nochmal nachgekauft. Da gab es nur leider meine Farbe nicht. Ich habe jetzt, so sieht der aus, die Farbe Auburn, genau 03. Und jetzt gucke ich mal, jetzt probiere ich die nächsten Tage mal ein bisschen rum und gucke, wie mir das am besten gefällt. Und heute probiere ich einfach nur ohne Stift einfach mal diese Dip Brow Pomade aus mit so einem Pinsel von BH Cosmetics. Die habe ich mir auch gekauft, dann seht ihr schon mal ein bisschen was. Dieses Set, das habe ich schon, habe ich mir jetzt doppelt gekauft. Eigentlich nur wegen diesem Pinsel, aber die anderen Pinsel. Also ich finde, Augenpinsel kann man irgendwie nicht genug haben, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Farbe ziemlich gut passt. Gott sei Dank. Naja, ich mache das mal und dann gucken wir mal. Also so ist jetzt einfach nur mal aufgetragen, ohne irgendwas drüber oder ohne irgendwas verblendet. Das ist ein krasser Unterschied. Ich finde es bis jetzt ganz gut. Mal gucken, ich mache jetzt die andere nochmal und dann bürste ich das nochmal ein bisschen durch. Vielleicht will ich noch ein bisschen Puder drüber geben, weil das noch so
cremig ist, wobei ich glaube, das trocknet noch. Ich weiß noch nicht. Mal sehen. So, ich glaube, so lasse ich das jetzt erstmal. Also es ist nur diese Pomade. Hier habe ich noch versucht, ein bisschen Lidschatten drauf zu geben, weil hier diese Ecke fehlt mir einfach. Und ich kann die ja nicht weglassen. Dann habe ich die eine Augenbraue bis hier und die andere fängt so hier an. Hab das jetzt noch ein bisschen durchgebürstet. Es sieht sehr natürlich aus, finde ich. Also es ist nicht zu dunkel. Also die Farbe ist, glaube ich, echt gut. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal versuche ich noch ein bisschen mit dem Stift, vor allem diese Scheißecke. Aber so ansonsten finde ich es echt gut. Also diese Brow-Pomade, finde ich, kann auf jeden Fall mit der von Anastasia mithalten. Die hatte ich ja früher. Die habe ich aber irgendwann mal verschenkt, weil ich sie nicht mehr benutzt habe. Wo ich mich jetzt irgendwie voll drüber ärgere. Aber doch, ich finde es ganz gut. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben oder wie ihr eure Augenbrauen macht. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Und ich habe auch schon meine Wohnung sauber gemacht. Ich habe ganz viel am Laptop gearbeitet, bearbeitet, was auch immer, ganz viel Zeug erledigt. Anna war gerade kurz da. Ich habe nämlich was für sie auf der Glow gekauft und das hat sie sich gerade abgeholt. Haben wir kurz gequatscht und jetzt muss ich gleich noch los ins Krankenhaus, dann noch was erledigen und so weiter und so fort. Dann nochmal nach Hause und dann, hallo, zu Stellas Geburtstag. Habe auf jeden Fall jetzt schon einiges geschafft, was sehr gut ist. So. Hallo. Was wird das? Was wird das? Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Hallo, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war noch bei Stella Geburtstag feiern. Es ist jetzt gleich 13:30. Schon wieder so spät. Ja, ich werde mich jetzt abschminken, Kätzchen füttern. Schlafen gehen. Wenn ihr meinen Vlog von gestern noch nicht gesehen habt, dürft ihr hier gerne reinklicken. Und meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.